Sieht man was? Zeigt da was an? Ich meine, können wir draußen bleiben? Also dieser Geigerzähler hier, der zeigt etwas hektisch an, aber wenn er funktioniert, dann ist unsere Strahlenbelastung etwa 10 bis 20 Mal so hoch wie die Strahlung von einem Kernkraftwerk bei Normalbetrieb. 10 bis 20 Mal normal. Ja, wenn das Gerät funktioniert. Ich hab's mir ja schlimmer vorgestellt. Druckwelle, Hitzewelle, was weiß ich noch alles. Ich habe gelesen, dass das Eiweiß im Auge gerinnt. Na, man kennt ja diese schaurigen Bilder aus Hiroshima. Ja, das Fernsehen hat ja auch in der Beziehung überhaupt keine Rücksicht genommen. Mir ist immer kotzübel geworden. Das verstehe ich sehr gut, obwohl es auf der anderen Seite wieder ganz interessant ist, wie so eine Strahlenwaffe überhaupt funktioniert. Vom Wissenschaftlichen, verstehen Sie? Also durch die Ionisierung werden die Eiweißkörper geradezu aufgebrochen und dann geht das so... Ja, schon gut. Verstehen Sie? Ja, ja, schon gut. Ja, ja, so gut. Haben wir anscheinend noch mal Glück gehabt. Ja, irgendwie schon. Nicht? Wir befinden uns auch offensichtlich am Rande des Wirkungskreises, sonst wären wir längst. Na ja. Haben wir noch mal Schwein gehabt? Mehrere. Also nach meiner Schätzung würde ich sagen, sind wir etwa 50 Kilometer vom Zentrum entfernt, sonst hätten wir auch gar nicht in diesem Bunker überleben können. Sie wissen aber gut Bescheid. Ja, ich habe mich damit befasst. Warum? Wie bitte? Ich meine, da sind Sie eine Ausnahme. Na, wenn man so quasi eine Raketenbasis direkt vor der Haustür hat, also... Da interessiert man sich. Interessiert man sich? Naja, es gibt ja gewisse Bücher, Gab-Bücher, muss man ja jetzt wohl sagen. Ärzte gegen den Atomkrieg, kennen Sie das? Nee, ich habe für so eine Art von Science-Fiction nichts übrig. Mhm. Aber die Broschüren von der Friedensbewegung, die müssten Sie eigentlich kennen. Nee, ich kenne nur die Broschüren von der Bundesregierung. Ah ja. Naja, die sind natürlich scheiße. Wieso? Die sind doch aber alle von Moskau finanziert. Ja, aber die Broschüren von der Friedensbewegung, die wären schon ganz interessant gewesen, wenn man sie vorher gelesen hätte. Hat man ja vorher nicht wissen können. Ja, aber wenn man sie vorher gelesen hätte, hätte man vorher gewusst, was passiert, wenn es passiert hinterher. Hätte man. Vorher. Naja. Aber so können wir sagen, wir haben von allem nichts gewusst. Ein Argument, das Tradition hat. Die ganze Zeit habe ich ihm gesagt, er soll die Gasmasken aufsetzen. Die ganze Zeit habe ich es ihm gesagt. Meinen Sie, der hätte die aufgesetzt? Nicht ums Verrecken hat er es aufgesetzt. Nicht, gerade, Kim, gerade, Kim, Kim, jetzt geh mal, hopp, Kim, weiter, Kim, Kim. Ich halte das nicht mehr aus, ich will raus hier, Mann. Ach, jetzt nehmen Sie noch ein Valium, das beruhigt, oder nehmen Sie zwei, es beruhigt doppelt Valium, haben wir reichlich. Jetzt wieder weg mit dem Zeug. Jetzt kommen Sie bitte wieder mit rein in den Bunker. Ich verspreche Ihnen auch bei der Urteilsfindung besonders sorgfältig vorzugehen. Sie und sorgfältig ist ja ganz was Neues. Sie verlieren ja sogar einen Schlüssel zu den Handschellen. Mann, es gibt Momente, da möchte man gern einmal allein sein. Ja, ich doch auch. Aber was soll ich denn machen? Sie waren doch schon vor der Tür, Sie wären doch getürmt. Immerhin sind Sie wegen Mordes und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Und wenn dieser nukleare Schlagabtausch nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären Sie längst rechtskräftig verurteilt. Wer konnte denn ahnen, dass der Russe ausgerechnet mitten in der Beweisaufnahme zuschlägt? Wink des Schicksals, bin nämlich unschuldig. Nach Lage der Akten sind Sie schuldig und ich konnte einen Schuldigen nicht laufen lassen. Mein Gott, als die Sirenen ertönten, da wusste doch niemand, dass der Ernstfall war. Hätte doch Probealarm sein können. Oder Sabotage, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Und dann wären sie über alle Berge gewesen. Naja, und was geht denn Sie das an? Ist das Sache der Polizei, auf mich aufzupassen? Die sind ja als allererste abgehauen. Aber das gibt noch ein Nachspiel. Die werden alle vom Dienst suspendiert. Gibt ein ganz saftiges Diszi. Können Sie mir glauben? Vorausgesetzt, dass die Beamten noch am Leben sind. Darauf kann Justiz keine Rücksicht nehmen. Moment mal, Mann, ich habe aber irre Ideen. Auch mal gegen Tote ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Wird aber nicht so einfach sein, die Toten zu bestrafen. Unmöglich ist nichts in der Rechtsprechung. Schauen Sie, man hat dem Türken Kemal Altun posthum Asyl in der Bundesrepublik gewährt. Ja, wunderbar. In einem deutschen Grab liegt es ja auch besser als in einem deutschen Asylantenheim. Und daran sieht man doch, dass die Gerechtigkeit selbst durch den Tod nicht zu bremsen ist. Sag mal, was wird jetzt eigentlich aus dieser schönen Demokratie? Wissen Sie, wo alles so schön funktioniert hat? Sagen Sie mal, meinen Sie, dass der Bundeskanzler noch lebt? Herr Dr. Kohl. Ja. Es müsste ja jetzt einer die Verantwortung übernehmen, wissen Sie, für den Holocaust da. Übernehmen? Och, das kann er. Sich und andere. Ich glaube, wenn der noch lebt, ist er längst im Ausland. Ja. Ah, wahrscheinlich Südamerika. Chile. Nee, da ist der Strauß. Glauben Sie, der Strauß möchte den Kohl in seinem Kabinett haben?
was mich da ja viel mehr interessiert, ob der Wörner wohl diesmal zurücktritt. Kann man natürlich schlecht sagen, ne? Meiner Meinung nach wäre das der größte Fehler, den er machen könnte. Zusätzlich. Außerdem, der Wörner hat sicher nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Davon hat er aber nicht viel. Ja, darf er auch nicht haben, weil wenn er mehr wissen würde, das würde ihn ja glatt hindern. Mhm. Außerdem, fürs Wissen hat er eine eigene Abteilung, den MAD, der hält ihn voll auf dem Laufenden. Ja, dann weiß der Wörner ja noch gar nicht, dass überhaupt Krieg gewesen ist. Ja. Ist gut möglich, dass der als Letzter noch auf der Harthöhe sitzt. Sieht, er hält die Stellung bis zum letzten Dementi. Ja, irgendwie finde ich es ja schon sehr mutig, wissen? Was denn? Was? Ja, dass sich die Russen das wirklich getraut haben. Was haben sich die Russen getraut? Ja, dass die wirklich zurückgeschlagen haben. Die Russen haben zurückgeschlagen? Ja, dann haben wir ja den Erstschlag geführt. Nein, also so können Sie das nicht sagen, wir waren einfach schneller. Also dann haben wir zurückgeschlagen, bevor der Russe zurückschlagen konnte. Ja, natürlich, weil andernfalls hätten die Russen als Erste zurückgeschlagen. Verstehen Sie, wir konnten da gar nicht anders. Ja, die haben ja uns gezwungen. Darf ich es noch mal probieren? Völlig. Also wir haben zurückgeschlagen, obwohl der Russe noch gar nicht zugeschlagen hat. Ist das richtig? Ja, genau so war's. Allerdings danach haben die Russen zurückgeschlagen. Und das finde ich ihm sehr mutig, weil die mussten damit rechnen, dass wir dann noch mal zurückschlagen. Haben wir denn noch mal zurückgeschlagen? Ja, selbstverständlich. Was ich nur nicht verstehe, das Gleichgewicht des Schreckens, das war doch nur eigentlich wiederhergestellt, nachdem wir alle so schön in Europa nachgerüstet hatten. Wie konnte da überhaupt ein Krieg ausbrechen? Okay, merkwürdig. Ja. Was? Ist doch merkwürdig. Ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen ja nicht einmal, wer angefangen hat, weil beide Seiten immer nur zurückgeschlagen haben. Meinen Sie denn, dass es da jetzt wieder so einen Kriegsverbrecherprozess gibt wie seinerzeit Nürnberg? Ja, Sie... Da müsste man Schuldige finden. Ja, das ist kein Problem. Schuldig in dem Sinne ist einzig und allein die Regierung. Oh, das glaube ich nicht. Doch, das kann ich mir belegen. Die Regierung hat seinerzeit gegen den Willen des Volkes diese Raketen aufgestellt. Also das weiß man aber. Nach den letzten Umfragen vor dem Krieg waren 2/3 des gesamten Volkes gegen eine Stationierung der Raketen. Also das ist genau, das ist überliefert. Ja, tut mir leid, das ist falsch, das stimmt nicht. Also, sorry. Ja, weil nach meinen Informationen war es ganz anders nach den letzten Wahlen vor dem Krieg. Also bei der Wahl der Regierung Kohl-Genscher. Da hat sich das Volk mit Mehrheit für die Stationierung der Raketen ausgesprochen. Man muss deshalb meiner Meinung nach von einer Kollektivschuld sprechen. Das würde ja bedeuten, das ganze Volk müsste vor Gericht gestellt werden und angeklagt. Ja, selbstverständlich, wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und das müssen Sie mir schon mal belegen. Ja, wenn Sie es brauchen, wie würden Sie denn sonst eine Regierung nennen, die Mordgerät in Stellung bringt? Das ist ein guter Gedanke, der überzeugt mich. Die Frage ist dann nur, ob das Volk überhaupt verhandlungsfähig ist oder ob es sich bereits der gerechten Strafe durch Versaftung entzogen hat. Moment. Bruno, das geht nicht, so können wir das nicht weiterspielen. Es stimmt nicht, wie wir das darstellen. Was heißt das? Ja, das stimmt wieder, was du sagst. Ja, es ist zu wenig schrecklich. Aber was soll man denn machen? Ich meine, was da am Tag dann auch auf uns zukommt, das ist überhaupt nicht darstellbar. Ich meine, das ist unvorstellbar, verstehst? Ich meine, wenn es passieren würde, ja, dann wüssten wir natürlich alle, wie es ist, weil dann wären wir ja alle live dabei. Und dann hätte das auf die Menschheit einen pädagogischen Effekt. Was? Die würden da draus was lernen. Ach komm, jetzt hör mal vielleicht. Auf. Nein, aus Hiroshima und Nagasaki hat die Menschheit ja schließlich auch nichts gelernt, ne? Außer vielleicht, dass ein neues Hiroshima mit neuen Atomwaffen verhindert werden soll. Kann man überhaupt nicht vergleichen. So? Weil seit Hiroshima die Atombomben entscheidend verbessert worden sind. Die haben jetzt eine viel schlagkräftigere Friedenskapazität. Da bleibt mal die Spucke weg. Du redest ja schon wie der Kaspar Weinberger. Ja, da habe ich es aber gut getroffen. Du. Ja. Für mich ist das, weißt, für mich ist das ein friedliebender Mensch. Nee, das ist ein Kriegstreiber. Also so kann man das nicht sagen, du. Na. Also, wie würdest du einen nennen, der ein Verbrechen vorbereitet und seine Opfer dafür um Verständnis bittet? Mit der Begründung, es gehe einzig und allein um ihre Sicherheit und deshalb von den Opfern Geld verlangt, um das Verbrechen ausreichend finanzieren zu können. Also, wie würdest du den jetzt nennen? Eigentlich einen professionellen Killer. Na, das ist ein friedenssichernder Politiker. Und wie nennt man dann seine Opfer? Eigentlich mündige Bürger. Eigentlich wollen sie alle den Frieden. Eigentlich wollen sie alle den Frieden. Den Frieden wollen sie eigentlich alle. Und fragt man sie, was sie denn tun für den Frieden, gehen sie nicht in die Falle. Man muss den Frieden nur wollen. Für ein Wille ist es doch ein Weg. Ein ganzer Wille ist der halbe Sieg. Man muss nur wollen, was man will. Beispielsweise den Frieden. Oder nicht wollen, was man nicht will.
Beispielsweise den Krieg. Was sie da sagen, klingt zwar geschwollen, doch im Grunde bezweifelt man schwerlich, dass sie den Krieg wahrhaftig nicht wollen. Aber sind wir mal ehrlich, wollten sie den Ruin der Wälder? Eigentlich nicht. Wollten sie die versauten Felder? Eigentlich nicht. Wollten sie all die Arbeitslosen? Eigentlich nicht. Wollten sie all die Angstpsychosen? Eigentlich nicht. Wollten sie denn, dass Kinder sterben, während ihr Fleisch und Brot verderben? Eigentlich nicht. Eigentlich wollten sie es nicht. Doch den Frieden, den wollen sie alle. Eigentlich wollen sie alle das Beste. Eigentlich wollen sie in jedem Falle eine saubere Weste. Man muss nur wollen. Wollen Wille ist es der halbe Sieg. Man muss sie nur wollen, den Frieden. Oder nicht wollen, den Krieg. Was sie da sagen, klingt zwar geschwollen, doch im Grunde bezweifelt man schwerlich, dass sie den Krieg wahrhaftig nicht wollen. Aber sind wir mal ehrlich, wollten sie uns das Meer versauen? Eigentlich nicht. Wollten sie Fernraketen bauen? Eigentlich nicht. Wollten sie Qual und Folter rein? Eigentlich nicht. Wollten sie tödliche Arzneien? Eigentlich nicht. Wollten sie Hass und Terrorismus oder den Videosadismus? Eigentlich nicht. Eigentlich wollten sie es nicht. Doch den Frieden, den wollen sie alle. Eigentlich noch viel mehr als bisher. Krieg wollen alle in keinem Falle. Eigentlich wollen sie. Eigentlich wollen sie. Was wollen wir eigentlich mehr? Sind wir nicht besser, gell? Aber dieses Friedensthema und so, das ist ja eigentlich nicht mehr aktuell. Jetzt redet aber kein Scheiß, Frieden ist doch immer aktuell. Ja, aber es juckt ja keinen mehr, weißt du? Die Raketen sind stationiert. Ich mein, ja, selbst mit der Verfassung sind die Raketen vereinbar. Also das interessiert keinen mehr. Weißt, der mündige Bürger, der hat jetzt andere Probleme. Bleigießen, Silvester, Feuerwerk, das ist jetzt wichtig, verstehst du? Also wir müssen einfach mal zeigen, wie diese Demokratie tatsächlich ist, verstehst du? Ah, das wird schlimm. Ja, jetzt pass mal auf, macht doch nichts. Das ist jetzt das Büro des Bundestagsabgeordneten Dr. Klaus Rosig, SPD. Die Farbe des Telefons tut überhaupt nichts zur Sache. Du spielst jetzt die Sekretärin Fräulein Bauer. Ja, gut. Und ich spiele den Abgeordneten Dr. Klaus Rosig, SPD. Aha. Ach, das geht gleich los, ja? Bringen wir zum Herrn Fräulein Bauer. Büro Dr. Rosig, immer bereit, Bauer? Oh, das tut mir aber leid, Herr Dr. Rosig ist gerade in einer Besprechung. Bitte sehr, wiederhin. Fräulein Bauer, mir geht's schlecht. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan. Die ganze Nacht habe ich das auswendig gelernt, was ich auf keinen Fall im Untersuchungsausschuss aussagen soll. Ich hätte es umgekehrt machen sollen, das wäre nicht zu viel gewesen. Hätte ich beinahe mein Frühstück verpasst, Fräulein Bauer. Fräulein Bauer ist eine Revolutionsbanane, wissen Sie. Ja. Habe ich aus Nicaragua geschickt gekriegt. Jeder Bissen unterstützt die Revolution. Fräulein Bauer, was wollte ich denn sagen? Wenn der Pressedienst kommt, dann bringen Sie den bitte sofort zu mir. Ich habe da gestern, glaube ich, ein Interview gegeben zur Sicherheitspolitik. Jetzt würde ich gerne wissen, was ich gesagt habe. Fräulein Bauer, was haben wir denn... Haben Sie in den orthopädischen Werkstätten angerufen? Ja, selbstverständlich habe ich da angerufen. Wir bekommen auch den Rollstuhl, nur leider einen mit Handbetrieb. Ach, schade. Ich wollte eigentlich einen elektrischen, also mit Motor einen haben. Naja, kann man nichts machen, muss ich mit den Händen rollen. Sollen die Leute ruhig sehen, wie ich mich abracker. Jetzt entschuldigen Sie mal, Dr. Rosig, wozu brauchen Sie eigentlich den Rollstuhl? Habe ich nicht der Zeit? Nein. Ja, wegen der Fußgängerzone. Wissen Sie, Fräulein Bauer, ich habe mir gedacht, die Fußgängerzone eröffne ich volksnah im Rollstuhl. Weil man muss auch mal an die Behinderten denken, nicht wahr? Also, wo Sie immer die Ideen hernehmen. Ja, ich frag mich auch, Fräulein Bauer. Ich erkläre mir das so, hier oben muss irgendwie noch ein Restposten von Fantasie da sein, der sich völlig selbstständig und unkontrolliert laufend aktiviert, ja. Also, ich persönlich bin vollkommen machtlos. Also, ich bin immer wieder fasziniert, was dabei rauskommt. Ja. Ich sage Ihnen, Herr Dr. Rosig, ein Abgeordneter im Rollstuhl, das ist doch Sozialpolitik. Da merken die Leute auch sofort, der nimmt die Behinderten ernst. Selbstverständlich. Ja, die Behinderten dürfen doch auch wählen. Fräulein Bauer, schauen Sie mal nach, was wir noch für Termine haben heute. Wir haben um 14 Uhr haben wir einen Termin im Altenheim. Ja. Da wollten Sie dem Herrn Stahl zum 100. gratulieren. Mensch, das möchte man gar nicht glauben, dass es samt dieser versauten Umwelt noch Leute gibt, die so alt werden. Ne? Der Mann, der hat ja 30 Jahre überzogen. Für die Statistik der blanke Horror.
Ja, aber wenn das alle machen, dann können wir die Renten vergessen. Also der Mann sabotiert ja das soziale Netz mit seinem Alter. Was sagen Sie? 14 Uhr wäre das. Sie, das passt mir nicht. Wir verschieben das auf morgen. Aber Herr Dr. Rose, davon muss ich abraten. Der Mann ist doch immerhin schon 100. Ja. Ja, morgen kann der ja vielleicht schon... Ach so. Ja, dann fällt er für die nächste Wahl sowieso flach. Ja. Also ich sage Ihnen, jetzt müssen Sie hingehen, weil Ihr Kollege von der CSU ja schließlich auch schon wieder da war. Ja, natürlich. Wir müssen ja jeden Mist nachmachen von der Wahl. Gut, rufen Sie die Presse an, die sollen einen Fotografen mitbringen. Der alte Mann freut sich sicher, wenn es mal blitzt. Ja, von der Wahl. Ich kann ja da nicht mit leeren Händen auftauchen, von der Wahl. Was machen wir denn? Da muss ich ja irgendwas mitbringen, oder? Ja, dann nehmen wir doch was Herzstärkendes mit. Ja, ein Fresskopf, einen schönen großen Fresskopf. Sie, der macht sich immer gut am Foto, wissen Sie? Da, und so mit Girlanden, so einen großen nehmen, da kann man in der Mitte so durchgrinsen. So. Nicht ganz ungut, was du da machst und dann noch diese Mampferei da vorne weg, wo von allen Seiten auch immer wieder darauf hingewiesen wird, wir seien keine Bananenrepublik. Und wie du überhaupt im Moment überhaupt diese ganze Spielastik, die du da anbringst von diesem Dr. Rosig, immerhin Dr. Rosig, der Mann ist Akademiker, was das allein gekostet hat. Und du spielst ihn auf eine Art und Weise, als ich muss dir ehrlich sagen, einen solchen Trottel haben sie nicht mehr in der SPD. Wenn wir es vielleicht auf die bayerische SPD beschränkten? Kannst du mir erklären, warum die bayerische SPD auf Landesebene nicht einmal 30% kriegt? Natürlich, die SPD bekommt in Bayern deshalb keine 30%, weil sie im Verhältnis zur CSU einfach noch zu intellektuell ist. Können die in Berlin überhaupt nicht beurteilen, oder? Wir tauschen jetzt einfach die Rollen, ja? Na klar, was ich gespielt habe, spielst jetzt du. Du bist jetzt der Abgeordnete Dr. Klaus Rosig, SPD. Meinst du denn, dass ich das kann? Ja, sowieso. Gut, dann mache ich das. Verzeihung, benötigt mich im Augenblick die Herrn Dr. Rosig nach? Du, wenn ich das wirklich übernehmen soll, dann sollten meines Erachtens schon ein paar Passagen umgeschrieben werden. Ja, natürlich, aber wie? Na, etwas weg von dem, wie du ihn spielst und viel mehr dahin, wie ich aussehe. Genau, ja. Ich hab's vielleicht so ein bisschen in Richtung Jürgen Möllemann. Ausgezeichnet. So ein bisschen käuflich macht sich immer gut. Sehr schön, Herr Vorstand. Schönen guten Tag. Mein Name ist Walter Kottmann. Ich hätte gerne Herrn Dr. Rosig gesprochen. Ja, das ist er doch. Ja, ich freue mich. Warum? Ja, ich bin ja Abgeordneter. Und da freuen Sie sich wohl notorisch, was? Sie haben aber gar keinen Grund zur Freude, Herr Dr. Rosig, weil Sie nämlich die Sicherheitsinteressen Ihres Landkreises vernachlässigen. Ich frage Sie, warum steht in unserem Landkreis keine Pershing-Rakete? Wir sind völlig unterverteidigt, ist Ihnen das eigentlich klar? Also, lieber Herr Kottmann, ich freue mich zunächst einmal immer, wenn der Bürger mitdenkt. Aber ich kann Sie da gleich beruhigen, unsere Regierung ist gerade dabei, 108 Raketen zu stationieren. Und glauben Sie mir, das reicht im Ernstfall für alle. Woher wollen Sie denn das wissen? Wie viele Sprengköpfe sind denn in der BRD gelagert? Ungefähr 6.000. So viel? Tja. Dazu noch biologische und chemische Kampfstoffe. Von den konventionellen Waffen wie Leopard, Gepard und wie die Viecher alle heißen, da will ich überhaupt nicht reden. Und das hat alles plötzlich nicht mal ausreichen, um die sowjetische Bedrohung in den Griff zu kriegen. Und diese 108 Raketen mehr, die reichen, das können Sie mir doch nicht erzählen, dass der Russe sich von 108 Raketen zusätzlich beeindrucken lässt. Ja, lieber Herr Kottmann, da war eine Art Ungleichgewicht entstanden, aber durch eben diese 108 Raketen ist ja nun das Gleichgewicht des Schreckens wiederhergestellt. Was sagen Sie? Aber ich kenne den Russen. Ist das wahr? Ja. Woher wollen Sie denn nicht wissen, ob er nicht just in diesem Moment eine weitere SS-20 installiert und damit den Schrecken aus dem Gleichgewicht bringt? Aber das würde ich doch ganz und gar unserem Verteidigungsminister überlassen. Der Mann ist nach eigenen Aussagen ein Volljurist. Ich meine, das lässt doch darauf schließen, er hat eine gewisse, ich möchte mal sagen, Urteilsfähigkeit, Herr Gottmann. Trotzdem, ich habe Angst vor dem Russen. Ein gutes Gefühl. Was? Dieses Gefühl ist goldrichtig, allein darauf basiert unsere gesamte Sicherheitspolitik. Ich möchte sogar sagen, Herr Kottmann, Ihr Gefühl einfach bombig. Na gut, dann möchte ich aber auch, dass mein Gefühl bombig vertreten wird. Aber ist doch selbstverständlich, Herr Kottmann. Herr Dr. Rosig, hier ist eine Unterschriftenliste der Bürgerinitiative Pershing für alle. Ich fordere Sie hiermit auf, in Bonn vorzusprechen und dafür zu sorgen, dass wir unsere eigene Rakete kriegen.
Eine Pörsche, die nur für uns, nur für den Landkreis Otterskirchen da ist. In Otterskirchen, Herr Dr. Rosig, da darf der Russe keine Chance haben. Lieber eine Pörsche im Garten als ein SS-20 auf dem Dach. Lieber Herr Gottmann, ich befürchte, Sie sind bei mir falsch. Ich bin von der SPD, wir sind dagegen. Noch nicht sehr lange, aber dafür umso intensiver. Ich habe Sie aber gewählt, als Sie noch dafür waren. Ach, Sie sind von Moskau gekauft. Ja, wo denken Sie denn hin? Außerdem Rubel würde ich doch nie nehmen. Ja, also Herr Kottmann, wir von der SPD, wir halten nun einfach Nachverhandeln für besser als Nachrüsten. Es tut mir leid, ich kann Sie beim besten Willen nicht vertreten. Sie müssen aber. Schauen Sie sich mal in unserem Landkreis um. Alles friedlich. Weit und breit kein Schrecken. Wir haben ein echtes Loch im Schrecken. Tja, dann seien Sie doch froh und glücklich. Eine atomwaffenfreie Zone, wo gibt es denn die sonst heute noch? Aber wenn der Russe das mitkriegt, sind wir geliefert. Warum sollte denn der Russe auf die Idee kommen, ausgerechnet hier auf unseren Landstrich eine SS-20 abzufeuern, jetzt nur wirklich nichts mehr kaputt zu machen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit dem Atomkraftwerk? Das zerstört er doch als erstes, um uns von seinem Erdgas abhängig zu machen. Was ist mit dem Autobahnzubringer? Eine halbe SS-20 genügt und wir können wieder auf der alten Bundesstraße nach München gökeln. Was ist mit der Mülldeponie? Was meinst du, was da los ist, wenn der Russe nur einen klitzekleinen Sprengkopf draufhaut? Sie meinen, dass Plutonium mit Dioxin reagiert? Was? 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 Herr Kortmann, nur mal angenommen. Wir greifen Ihren Vorschlag auf und stationieren hier bei uns eine solche Rakete. Da frage ich Sie doch, wer soll die denn finanzieren? Das haben wir uns selbstverständlich überlegt. Analog zum Bauherrenmodell entwickeln wir ein Raketenstationierungsmodell. Verteidigungswillige Bürger können Raketenanteile erwerben. Bausparverträge zum Beispiel. Bausparverträge können, ich sage können, müssen nicht, aber können in Raketensparverträge umgewandelt werden. Also Sie meinen, dass jeder Mann privat Anteile von so einer Rakete kaufen kann wie Industrie- oder Kommunalobligationen? Richtig. Und die Raketenbesitzer können dann ihre Raketen individuell gestalten. Sie können sie bemalen. Das können Sie taufen, also da sind der Fantasie dann gar keine Grenzen gesetzt. Also ich gebe zu, wenn die Rüstung allmählich privatisiert würde, könnte man dann natürlich einen ganzen Haufen Geld sparen, Herr Kottmann. Herr Dr. Rose, ich nehme die Vernunft an. Und ich freue mich. Entschuldige, ich höre mir das die ganze Zeit da hinten an, aber ich finde einfach, der Kottmann, den du da mimst, der hat doch einen Hau, oder? Also ich meine, das ist doch eine viel zu groteske Figur. Jochen, kann es sein, dass da wer steht und an mir rummeckert? Ja, 25% des gesamten Ensembles. Ist das irgendeine Art von Kritik an mir? Nicht an dir, nee. Und auch nicht an deiner grandiosen Gestaltung, nur an dem Typ. Also ich meine halt einfach, du kannst so einen Sicherheitsfanatiker doch nicht frei rumrennen lassen. Ich finde das aber verdammt gut und sehr richtig, wie ich den spiele. Verstehst du, Jochen, so messerscharf wie seine Rasierklinge, so ein bisschen dümmlich und so. Du kannst ja mal versuchen, das ganze Meer aus der kabarettistischen Überhöhung zu betrachten. Nun warte doch mal ab, wie es weitergeht. Ja, wie geht's denn weiter? Der Kottmann geht nach Hause. Und was wird jetzt aus dem Rosig? Aber das müssen Sie wissen, Fräulein Bauer. Sie haben doch alle meine Termine. Da war doch irgendwo ein Fresskorb. Was war denn 14 Uhr? Ach, ja, doch, war doch. Ja, was? Der steht im Vorzimmer, Herr Doktor. Was? Wieder Telefon. Frau Dr. Rosi, aber Brat Bauer? Oh, da dürfen wir aber unser herzlichstes Beileid aussprechen. Vielleicht ein andermal. Auf Wiederhören. Dass die Leute heutzutage einfach keine Geduld mehr haben. Was mache ich denn jetzt mit diesem Fresskorb, Fräulein Bauer? Oh Gott, machen wir eine Spende draus. Bitte, Fräulein Bauer, ich kann das Wort Spende auch im Zusammenhang mit Fresskorb nicht mehr hören. Sie schicken das Ganze an ein Säuglingsheim, damit die Kerlchen was werden. Hatten Sie sonst noch was, Fräulein Bauer? Ja, ich hatte heute Nacht einen Traum. Das ist ja hochinteressant. Ich habe geträumt, ich wäre der amerikanische Präsident. Albtraum auch noch. Überhaupt nicht. Ich als amerikanischer Präsident bin geflogen. Also mein Wunschtraum. Ich bin nach Moskau geflogen. Als amerikanischer Präsident? Ja. Oder? Ja, und da bin ich direkt in den Kreml gegangen
und habe Tschernjenko den Frieden erklärt. Liebes Fräulein Bauer, dieser Herr Tschernjenko ist ja vielleicht nicht mehr der frischesten einer. Aber er wird doch wohl wissen, was Frieden ist, ne? Ich habe dem doch den Frieden so erklärt, wie man jemandem früher den Krieg erklärt hat. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, doch. Ach, was? Aber ich bin direkt auf ihn zugegangen und habe gesagt, Hello, Conny, I'm Ronnie. Ja, und dann? Ja, und dann habe ich gesagt, Conny, habe ich gesagt, I declare you the peace. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, das habe ich gesagt. This have I said. Fräulein Bauer, Sie haben geträumt, Sie sind der deutsche Bundeskanzler. Nein, nein, ich weiß genau, ich habe geträumt, ich wäre der amerikanische Präsident. Nein, Frau Bauer, Sie haben geträumt, Sie sind der deutsche Bundeskanzler. Und Sie haben ihn in Ihrem Traum erwischt, wie er geträumt hat, er sei der amerikanische Präsident. Machen Sie sich da nichts draus, das passiert ihm immer wieder. Entschuldigen Sie, Mama, ich würde doch noch wissen, wen ich geträumt habe. Bitte, das ist Ihr Traum. Ja, eben, ne? Ja. Also ich, als amerikanischer Präsident, habe dem Tschernjenko gesagt, Conny, habe ich gesagt, pass ab, my four punch to goodness. Frau Bauer, würde es Ihnen viel ausmachen, dieses Gespräch in Deutsch wiederzugeben? Mein Vorschlag zur Güte. Amerika und die NATO stellen ab sofort jegliche Rüstung ein. Ja, ist Ihnen nicht bewusst, wie viele Menschen in der Rüstungsindustrie tätig sind? Ja, doch, aber die werden alle umgeschult. Die können dann mal in Zukunft was Nützliches herstellen. Ja, und wer soll in Zukunft dieses Nützliche alles kaufen? Das würden wir den Russen schenken. Aber das fällt uns doch im Traum nicht ein, Milliarden oder Abermilliarden aus dem Fenster rauszuschmeißen. Ja, tun wir denn mit der Rüstung was anderes? Fräulein Bauer? Nun sagen Sie bloß, so haben Sie dem Tschernjenko den Frieden erklärt. Ja, was hat der Mann denn da gesagt? Господин Präsident, вы в этом уверены совершенно и без сомнения, что вы мечтаете. So. Sag mal, das heißt auf Deutsch? Herr Präsident, sind Sie sicher, dass Sie nicht träumen? Von Visionen, dass alles besser wird, das fühlten wir genau. Dann kam die Zeit der tiefen Depressionen, der Warnungen und Explosionen, und die Gesichter wurden alt und grau. Jede Zeit hat ihre eigene Physiognomie, und unsere hat aufgeblasene Wangen. Charakteristisch ist für sie, das große Grinsen hat angefangen. Auch diese Mode, oder muss man Krankheit sagen, kommt aus den USA, das heißt aus Hollywood. Der Ronald Reagan grinst in allen Lagen, so hat er es gelernt in Filmstar-Tagen. Und eines Tages grinst er noch die Welt kaputt. Zuerst devot und übertrieben ist unser Kanzler Kohl mit dieser Mode mitgegangen. Scheint es auch manchem noch frivol, das große Grinsen hat angefangen. Es ist ein Wahnsinn, was wir täglich miterleben. Nichts zu lachen hat. Die Ärzte kennen es seit langem. Paranoia im ersten Grad. Das große Grinsen hat angefangen. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt an dieser Stelle das Programm mal kurz unterbrechen. Kann es jetzt auch nicht ändern. Ja, es ist so. Ich meine, die einen oder anderen werden es vielleicht für falsch empfinden, was jetzt kommt, aber ich habe mir das jetzt vorgenommen und ich würde es jetzt auch loswerden.
Ich möchte nämlich Sie, ja Sie, Sie möchte ich jetzt mal ansprechen, und zwar als Mensch. Na, besser noch vielleicht als Mitmensch. Als mitmündiger Mitdeutscher vielleicht. Und es ist so, wissen Sie, ich komme von einer Bürgerinitiative für unschuldig in Not geratene Politiker e.V. Ich finde überhaupt nicht lustig, ja? Wir arbeiten überparteilich mit der Bild-Zeitung zusammen. In enger Korruption mit dem ZDF. Es geht um Folgendes. Ich glaube einfach, oder wir glauben, dass man in dieser Zeit der Besinnung und der Jahreswende auch mal an die denken sollte, die vom Schicksal besonders gebeutelt und heimgesucht worden sind im letzten Jahr. Und ich denke da, und jetzt greife ich willkürlich einen heraus. Ich denke an den lieben Grafen Lambsdorff. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, damit er nicht ganz in Vergessenheit gerät. Ich bitte Sie jetzt mal vielleicht in dieses Foto einen Blick zu werfen, aber nicht zu tief. Und ich glaube, dieses Bild spricht für sich. Das Gesicht ist vom Leiden gezeichnet. Dieser Mann erwartet am 10. Januar 1985, also nächstes Jahr, seinen Prozess. So ein Prozess kostet Geld. Das hat er hinten und vorne nicht. Die alten Quellen sind versiegt. Die Staatskasse weigert sich, für Anwalts- und Prozesskosten weiter Aufwendungen zu leisten, weshalb ich Sie heute gern einmal um eine kleine Spende wegen Lambsdorff so anhauen möchte. Weil es ist uns gelungen, bei der Dresdner Bank ein Spendenkonto mit der Kontonummer 500.000. Ja, das soll jetzt keine Richtzahl sein. Ich glaube, vielleicht können wir das auch einmal zeigen. Kontonummer 500.000, wo Sie Ihren Lambsdorff-Obolus, auch kleine Spenden sind. Durch das Lambsdorff-Zehnerl, vielleicht spricht sich das rum. Auch für Arbeitslose ganz interessant, vielleicht eine kleine Spende. Und ich denke mir einfach, dass Sie einem so, einem Mann, der mit solch hohen Verdiensten sich ausgezeichnet hat, dass Sie dem Ihre Spende nicht verweigern werden. Weil, sagen wir doch einmal ehrlich, letztendlich sind doch wir dran schuld, dass dieser Mann in diese missliche Lage geraten ist. Ja? Weil letztendlich haben doch diejenigen, die ihn gewählt haben, das sind doch die Schufte, die Unverbesserlichen, die haben ihn doch in diese Flick-Affäre direkt hineingewählt. Und die Affäre ist ja gar keine Affäre, weil seit Golomann wissen wir, dass es sich dabei eigentlich um eine Chance zur Selbstreinigung dieser Republik handelt. Und diese Chance nehmen jetzt verständlicherweise viele Politiker wahr. Wahr. Ja, da sind also die Ehrenhaftesten drunter. Jetzt liegt die Betonung mehr auf Haft. Also, unter anderem auch zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident, unser Franzl. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil das ist doch wirklich einer, also der lautesten, der unbescholtensten seit Jahren. Ja? Aber wirst da Teufelbui, ja? wird er auch in diesen Flick-Untersuchungsausschuss geladen. Und das war er dann auch. Und wirst da Teufelbui, kommt er direkt gegenüber vom Chili zu sitzen. Also da war der Chili, da war der Tisch, da war der Strauß. Das war quasi Chili con carne auf politisch. Ja? Jetzt ist doch der Chili ein Frecher! Frag doch den Franzl, ob er vielleicht vom Flick auch ein bisschen Geld gekriegt hätte. Ja, also das war wirklich unverschämt. So was fragt man doch nicht, oder? Ja, das weiß man doch beim Strauß sowieso. Es gibt übrigens in Bonn ganz neue Begrüßungssitten. Ja, man grüßt jetzt nicht mehr so, ne? Man grüßt jetzt nur noch so. Es gibt welche, die machen so. Das ist der Doppelhänder, der ist in der FDP sehr beliebt. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn immer einer da ist, der da was auch hineinlegt. Und deshalb möchte ich auch einmal ein bisschen ein Verständnis für Friedrich Karl Flick jetzt hier entwickeln. Schauen Sie, was hat der Mann Geld ausgegeben? Für nix und wieder nix. Das hat doch nichts genützt. Die Politiker haben sich doch durch das Geld überhaupt nicht beeinflussen lassen. Da wurde doch ein Mann um sein sauer verdientes Geld gebracht. Und der Flick ist doch auch ein Mensch. Da steht doch auch ein Schicksal dahinter. Der Flick muss aufpassen, dass Sie ihm jetzt unsere Republik nicht wegnehmen.
Ein bisschen mehr Verständnis auch für den Flick. Ja? Am wenigsten Verständnis haben ja die Grünen. Also wenn sie die weiter so benehmen, dann kriegen wir vom Flick keine müde Macht. Sag's ja, ich hab die Grünen jetzt eine Zeit lang beobachtet. Wirklich, und dann haben wir gedacht, also die sind ja wirklich unmöglich, nicht zum Aushalten ist das. Die fordern konkrete Politik, die machen ja nach wie vor Sätze mit richtigem Inhalt. Ja, wer mag denn das? Ja, ich mag das nicht. Also ich hab gesagt, das Volk steht doch auf Sprüche, das Volk lechzt nach Heiner Geißler. Ein Tag ohne Geißler und mein Hirn ist auf Entzug. Heute war ich schon richtig auf dem Bewusstseins-Turkey. Ja, weil ich habe mir gedacht, Mensch, dass der Geißler nichts mehr sagt jetzt. Der hat so lange nichts mehr gesagt. Jetzt schaue ich heute vorher, schaue in die Tagesschau rein. Ja, und wie gesagt, wirst der Teufel, hui. Wer kommt da, Heiner? Weil das wäre, hab ich Glück gehabt. Weil es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir ins neue Jahr ohne ein aufmunterndes Sätzlein von Heiner Geißler gehen hätten müssen. Und da hat ihn der Interviewer dumm gefragt, der war ganz gescheiter, hat ihn gefragt, ob die Flick-Affäre eventuell irgendwelche Folgen zeitigen würde. Dann hat der Geißler spontan, weil er ist ja recht spontan geantwortet, der mündige Bürger kümmere sich also um das Wesentliche, nicht um sowas wie Flick oder sowas. Und deswegen, der Geißler kennt sich aus. Der weiß Bescheid, der kennt den Bürger, der kennt sich. Der hat auch einmal den Mut, was zu sagen, was er selber nicht versteht. Ja, und das, ja, und das lässt er dann aber auch stehen. Er steht dazu, meine ich. Ja. Heiner Geißler weiß auch, wie man mit den Grünen umgehen muss. Der sagt zum Beispiel, die Grünen sollten von der SPD aufgesaugt werden. Und zwar so, wie das seinerzeit die Union mit der NPD gemacht hat. Das zeigt einfach, der Mann denkt mit. Er ist der Vernunftkatalysator der Koalition. Bei Geißler, wissen Sie, er ist einfach, ich mag ihn deshalb so, weil er so ehrlich ist, so gerade raus, so wahrhaftig, so spontan und weil er dieses Profil hat, auf das die Deutschen so ungeheuer abfahren. Profil ist ja eigentlich ein Ausdruck aus der Welt des Gummis. Und man muss, glaube ich, das Ganze sowieso mehr ein bisschen aus der Vulkanisierperspektive betrachten. Autoreifen zum Beispiel, die brauchen ein Profil, haben die keins, sind sie glatt und abgefahren. Da kommt doch jeder sofort ins Schleudern. Das sollten sich die Grünen noch mal überlegen, wie das andere Politiker mit ihrem Profil machen. Zum Beispiel der Hans-Dietrich Genscher. Der müsste doch nach all den Jahren längst abgefahren sein. Aber der wird da rund erneuert. Wie überhaupt die FDP sich zu einer ganz neuen Partei mausert. Das wird die Partei der Loser. Also zum Beispiel die Loser sind schwer im Kommen, zum Beispiel Jürgen Möllemann und Jürgen Morlock. Ich finde ja schade, dass dieser Möllemann nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung steht. Weil der hätte wirklich das Zeug gehabt, die FDP ihrer Endbestimmung zuzuführen. Müssen wir darauf verzichten. Im nächsten Jahr soll es aufwärts gehen mit der FDP. Ich hab gehört, in Baden-Württemberg haben sie sich jetzt schon bei 1,7% festgebissen. Die kennen jetzt jeden ihrer Wähler persönlich. Das schafft ein ganz neues Vertrauensverhältnis. Deshalb könnte man auch sagen, die FDP hat jetzt die Talsohle durchschritten, der Länge nach. Sie befinden sich momentan gerade auf Meereshöhe. Was sie noch nicht wissen, ist, dass momentan gerade Ebbe herrscht. Solche Parteien kann ich nicht wählen. Ich wähle also Parteien, auf die man sich verlassen kann. Ich wähle die Grünen, ganz klar. Ja, ich frage die vorher gar nicht, wissen Sie, ich wähle die einfach. Ja, weil ich habe mir vorgenommen, die wähle ich fertig. Die verfolge ich mit meinen Wahlkreuzen. Immer verfolge. Die treibe ich vor mir her. Ja, sie sind ja auch eine kalkulierbare Partei. Bei denen kann man sicher sein, dass sie sich auch nicht auflösen, weil sie sich darüber nicht einigen. Außerdem haben die Grünen bei mir den Ärgerbonus. Ärgerbonus. Wissen Sie, ich ärgere mich gern. Ja, ich bin eigentlich ein Maso. Wenn man jahrelang SPD gewählt hat, wird man das automatisch. Da kann man darauf nicht mehr verzichten. Ärgerbonus bei den Grünen. Ich stehe manchmal in der Früh auf und sage mir, heute schon geärgert? Mal schauen, was die Grünen machen. Manchmal ist es so, ich wähle die natürlich auch, um die anderen zu ärgern. Aber da gibt es welche, wo der Ärger dann schon in Mitleid umschlagt. Zum Beispiel bei unserem Bundeskanzler. Also sagt mal besser, aber kann ich wirklich nicht mehr lachen. Also wirklich. Ich kann dem auch nicht besser, wissen Sie, weil ich sag mal, der Mann versieht ein Amt. Ein absolutes Versehen. Ja.
Versehen der Geschichte. Und wir in Bayern, wir sagen aber, es gibt solche und solche und er ist ein anderer. Weiß nicht, seit, ich glaube, wir lachen da auch über den Falschen. Wir sollten noch mal über die lachen, die den gewählt haben. Mehrere da heute, ja. Ja, ist immer gut, wenn Leute mit persönlicher Erfahrung da sind. Ja, da sind sicher mehrere. Nein, es ist so, die müssen ja jetzt mit ihm auskommen. Man muss sich mal in die Lage von so einem CDU-Wähler versetzen. Nein, lieber nicht, es könnte ein Horrortrip werden. Aber ich versetze mich gerne in die Lage von so einem CDU-Wähler und ich sag mir, wenn man sich so das Jahr Revue passieren lässt, ein CDU-Wähler müsste sich doch eigentlich jetzt am Ende dieses Jahres mehrmals täglich ungefähr in diese Gegend hier fassen. Das geht auch nicht, weil so weit kommt er nicht, weil da ist das Brett noch dazwischen. Da hat so ein Brett natürlich auch wieder... hat so ein Brett natürlich auch wieder Schutzfunktion. Na, aber seitdem der Kanzler ist, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, für uns als Kabarettisten macht's keinen Spaß mehr. Es ist so... witzlos ist es geworden irgendwie. Witzlos, möchte ich sagen. Ja, weil... seitdem der Kanzler ist, ist es wahnsinnig schwer geworden für uns. Man verlangt von uns immer, dass wir ins Schwarze treffen. Es ist wahnsinnig schwer geworden, daneben zu treffen. Weil die schwarze Zielscheibe, die wächst und wächst und wächst. Da trifft doch jeder Depp. Sagst was, denkst du, nichts triffst. Sagst nichts, triffst auch. Ja, da schau her. Halt's Maul! Ich spiele einen Pfarrer. Naja, das sieht man auf den ersten Blick. Mit der Pistole in der Hand spielst du einen Pfarrer, ganz klar. Ja, das ist die Waffe des Herrn. Ja, und wen bringst du damit um? Ja, niemand. Schreckst den Teufel ab? Nein, ich segne die Raketen. Mit der Pistole segnest du Raketen? Ja, ja, ja. Ist eine Spritzpistole und da ist Weihwasser drin. Übt er jetzt erst, ne? Weil ja. Die Raketen sind ja noch nicht alle da. Aber wenn die mal alle dann da sind, ne? Dann stehen die ja hinterm Zaun und da kommen wir sonst nicht ran. Schon ein bisschen blöd, hä? Was soll das mit blöd? Ja, was soll denn der Schmarrn? Das ist überhaupt kein Schmarrn, das ist kirchenkritisch gedacht. Ist Kritik. Weil die katholischen Priester doch immer die Waffen segnen. Ja. Habe ich mir gedacht, ist eine ungeheure Sauerei. Passt toll ins Programm bei uns rein. Da könnte man dann einen. Da habe ich mir dann diese Spritzpistole gekauft. Weißt du, am Theater, da macht man das sinnlich mit diesen. Dann eben nicht. Rainer, du weißt ganz genau, was wir ausgemacht haben. Wir haben ausgemacht, dass wir diesmal die Kirche rauslassen aus dem Programm. Die sollten überhaupt nicht vorkommen, die wollten wir mit Verachtung strafen. Das weißt du ganz genau. Ja, aber hast du denn gelesen, was die deutschen katholischen Bischöfe zur atomaren Abschreckung gesagt haben? Ja, leider habe ich das gelesen. Nämlich, dass sie dafür sind, aber nicht auf Dauer. Wie lange es dauern wird, bis dagegen sind, können sie jetzt noch nicht sagen, aber wenn es soweit ist, dann melden sie wieder. Das ist doch ungeheuerlich. Hm. Im Grußwort von der Bischofskonferenz da stand, es handelt sich dabei weniger um einen fixierten Standpunkt als um eine Art christliche Notstandsethik. Christliche Notstandsethik, so weg vom Krieg zu mehr Frieden hin. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich denn dazu sagen? Entschuldigung, was soll ich dazu sagen? Ja, mei. Sag mal, diese hohen Herren sind der Meinung, dass atomare Abschreckung, also das Risiko der Menschheitsvernichtung, mit christlicher Notstandsethik zu vereinbaren ist und du sagst ja mei dazu. Mehr gibt's nicht her. Das ist schon zu viel, verstehst du? Verstehe überhaupt nicht, wieso du dich da so aufregst. Was lest denn so ein Kase überhaupt? Lest doch was Gescheites, lest doch ein Bayern-Kurier oder Asterix oder sowas. Oder nicht sowas! Entschuldige mal, du völlig unglaubwürdig, du als Durchschnittsheide. Ja. Oder ich als Second-Hand-Ethiker. Ja, Grütze, fix! Wir beide sind doch gegen die Eingebungen des Heiligen Geistes machtlos. Ja, was erwartest du denn von diesen? Von diesen da erwarte ich, dass die ihren Standpunkt ändern und diese Waffen ächten. Ja, gut, vielleicht machen die das sogar irgendwann. Aber es kann lang dauern. Im Fall Galilei hat es über 450 Jahre gedauert, bis die Kirche anerkannt hat, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Weißt, der Heilige Geist kann wahnsinnig hartnäckig sein. Aber und jetzt wird abgerüstet. Gib die Kurzstreckenwaffe her. So. Und du spielst jetzt wieder den Kottmann. Haha, den habe ich schon gespielt. Ja, dann spielst du ihn nochmal. Wieso soll ich denn da diesen blöden Kottmann spielen? Das ist doch völlig albern hier. Hey, Kottmann. Herr Kottmann, wir haben von Ihrer großzügigen, zukunftsweisenden Idee gehört, mit der Sie etwas für unser aller Sicherheit tun wollen. Aber lieber Herr Kottmann, Sie werden doch nicht so leichtfertig sein, in diesem Fall nicht uns als Ihre Anlageberater hinzuzuziehen. Denn lieber Herr Kottmann, aus einer solchen Investition muss herausgeholt werden, was herauszuholen ist. Auch für uns steht Ihre Sicherheit im Vordergrund. Und gegen eine einmalige Schutzgebühr von 50 Mark erhalten Sie unseren ausführlichen informativen Hochglanz-Sonderprospekt. 50 Mark erscheinen Ihnen für etwas viel lieber, Herr Kottmann. Aber sehen Sie mal, dieser Prospekt hat ein Vermögen gekostet. Ich weiß zwar nicht mehr, wem seins, aber jedenfalls braucht er keine Steuern mehr drauf zu zahlen. Na, und das wollen Sie doch auch, Herr Kottmann. Und so können Sie diese 50 Mark voll und ganz als Werbungskosten von der Steuer absetzen, vorausgesetzt, Sie beteiligen sich an unserem neuesten Steuersparprogramm Extra Plus 2000. Oder wenn ich Ihnen etwas anderes ans Herz legen darf, lieber Herr Kottmann, dann ist das unser Investitionsprogramm Opti 84. Stichtag 31. Dezember. Mit Berlin-Präferenz bei Mehrwertsteueroptionen und Kreditzinsenbereitstellung im Leasingverfahren. Das, lieber Herr Kottmann, ist eine Investition, die sich lohnt. Die gibt was aus, die gibt was her, die gibt der Zahnarzt seiner Familie. Nun werden Sie vielleicht fragen, lieber Herr Kottmann, wo bleibt mein Gewinn? Aber lieber Herr Kottmann, Ihr Gewinn liegt im Verlust. Und deshalb gewähren wir Ihnen eine einmalige Verlustgarantie von 168%. Und wenn Sie jetzt noch fragen, werte Herr Kottmann, wie kann man mehr als 100% Verlust machen? Keine Bange, wir schaffen das schon. Die von uns gewährte Verlustzuweisung bezieht sich ja nur auf Ihr dann schon nicht mehr vorhandenes Eigenkapital, das wir auf diese Weise nicht nur Ihnen, sondern auch dem Finanzamt bereits erfolgreich entzogen haben werden. Und darauf kommt es doch an, Herr Kottmann. Ich kann nicht mehr. Oh, Kottmann. Ich kann nicht mehr investieren. Ich habe nämlich schon einen Moneta Plus 2 Plan, kapitalintensiv, mit Pauperisierungseffekt und Totalverlustzuweisung. Meine Damen und Herren, es ist doch so, und darauf kommt's schließlich an. Was ist für Sie und jedermann, auch für uns das A und O, das ist das Rausholen, Reinlegen. Wie wohl legt man den Fiskus aufs Kreuz, das ist das Lackmeiern, Anschmieren. Wie wohl bringt man sein Geld in die Schweiz, das ist das Lied, wo man sieht, wie der Staat sein Volk erzieht. Er zieht zum Abschreiben, Absetzen, Abnützen, Abziehen, Hinterziehen. Investieren, transferieren, korrumpieren, ab und an und ausschmieren. Unternehmen übernehmen, ausnehmen, Tantiemen mitnehmen. Das ist das Lied vom Profit, vom Bescheißen auf Kredit. Das Lied der Anleger, Einleger, Ableger, Ausleger, Reinleger. Einnahmen, Einnehmen, Entnahmen, rausnehmen, nichts mehr als ausnehmen. Abdecken, abchecken, eindecken, einstecken und nach Betrug stecken. Das ist das Lied vom Profit, vom Bescheißen auf Kredit. Das Lied der Absahne, Anbahne, Abmahne, Einplaner, Scheinplaner. Lied vom Abschreiben, Einschreiben, Ausschreiben, Reinschreiben. Lied vom Einnehmen, Ausnehmen, Rausnehmen. Lied vom Einstecken, Reinstecken. Lied vom Arschlecken, 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 Arschlecken. Jetzt muss ich schon wieder diesen blöden Kottmann spielen. Naja. Und als Kottmann, da bin ich in Bonn gewesen und wollte unseren Verteidigungsminister Herrn Wörner unter vier Augen sprechen, weil ich nämlich der Meinung bin, dass verteidigungspolitisch einiges in unserem Vaterland nicht in Ordnung ist. Und das wollte ich dem Herrn Dr. Wörner erklären, aber er hat mich natürlich nicht empfangen. Nun müssen Sie sich das anhören. Ich habe mir nämlich einmal die Mühe gemacht, die Bundesrepublik Deutschland unter den beiden Gesichtspunkten Raumordnung und Verteidigung zu betrachten. Vernetztes Denken, wie man dazu heutzutage so schön sagt. Und dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die geostrategische Lage unseres Vaterlandes inklusive Westberlins geradezu katastrophal ist. Warum? Erstens, die schmale Nord-Süd-Form unseres Vaterlandes lädt einen Angreifer direkt ein, uns zu überrennen. Zweitens,
Die langgezogene und zerklüftete Ostgrenze ist nur schwer zu verteidigen. Drittens, zwei Ströme könnten dem Feind ein nennenswertes Hindernis bieten. Davon ist der eine, die Elbe, bereits teilweise in Feindeshand. Der andere, der Rhein, liegt auf der falschen Seite. Viertens, die Alpen als ein natürliches Bollwerk gegen jeden Angreifer stellen eine totale Verschwendung dar, da sie uns von Nachbarländern abschirmen, die uns nur partiell feindlich gesonnen sind. Um wie vieles besser würden wir nun dastehen, wenn sich unser Vaterland um 90 Grad wenden ließe? Meine Damen und Herren, Sie erlebten soeben die geografische Wende. Ich meine, ganz schön schnell heute. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Zum Beispiel, die Ostgrenze ist jetzt wesentlich kürzer, geradliniger und durch die Alpen natürlich gesichert. Das heißt sogar naturnah, was dem heutigen Trend nach einer naturgemäßen Lebensweise entgegenkäme und so landschaftszerstörende und unästhetische Gebilde wie Mauern oder Grenzpfähle überflüssig machen würde. Sollte es dem Feinde nun trotzdem gelingen, die Alpen zu überwinden, so läge ihm hier die Donau im Wege und würde einen Angriff im Raum Ulm, Ingolstadt, Passau zum Stehen bringen. Und ein an der Donau stehender Russe ist ja bei weitem längst nicht so gefährlich wie derselbe am Rhein. Des Weiteren bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass durch eine Ostverlagerung der beiden traditionell christlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg mit ihren bekannt knorrigen Volksstämmen eine psychologische Hemmschwelle für jeden Angreifer entstehen würde, da in diesen Gebieten mit einer ausgeprägten Zivilverteidigung rechnen müsste. Ich weiß, dass an dieser Stelle nur gern der Einwand kommt, der immer kommt, wenn es sich um bundesdeutsche Interessen handelt, nämlich Berlin. Aber auch da kann ich Sie beruhigen. Völkerrechtlich würde sich nichts ändern. Der Berlin-Status bleibt von der Wende völlig unberührt, denn, wie Sie selber gleich sehen werden, bleibt Berlin-West nach wie vor eine Insel. Wenn auch jetzt in der Ostsee. Die Ostfriesen liegen nun in der Nähe der Österreicher. Hätten also durchweg gleichwertige Ansprechpartner. Das haut hin. Das klappt. Schön, wenn man seine eigenen Vorurteile bestätigt kriegt. Das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet läge nun im Südwesten der Bundesrepublik, wäre also weit weniger leicht angreifbar, ganz abgesehen davon, dass die geplagten Ruhrkumpels nun wesentlich kürzere Anfahrtswege ihrer südlichen Urlaubsgebiete hätten. Der Rhein hat allerdings die falsche Fließrichtung. Ich meine, es ist ja schon jetzt nicht einzusehen, dass kostbarste Giftstoffe in ihm strategisch völlig ungenützt in die Nordsee fließen und dort beinahe bis zur Ungefährlichkeit verdünnt werden. Eine Rückleitung des Rheinwassers derzeit hätte also gar keinen Sinn. Ganz anders stellt sich nun die Situation nach der geografischen Wende dar. Würde man jetzt die Fließrichtung des Rheines ändern, so flössen sämtliche Giftstoffe in ihm gen Osten und würden sich hier unverdünnt im Bodensee sammeln, der damit zu einem strategisch wichtigen Grenzgewässer würde. Die aufsteigenden Dämpfe würden bei vorherrschend westlichen Winden in Thüringen und Sachsen für eine nachdrückliche Entlaubung sorgen. Sie sehen, meine Damen und Herren, ein stolzes, verteidigungsfrohes, grenzsicheres, unbesiegbares Vaterland, wenn die Wende so vollzogen würde, wie man es uns mal versprochen hat. Nur, das Problem der Flüsse hätte ich jetzt fast vergessen. Das heißt, die Donau macht überhaupt kein Problem. Die fließt jetzt in die Ostsee. Das Rheinwasser ist geklärt. Ich meine seine Beseitigung. Ja, alle anderen Flüsse, deren Verlauf durch die 90-Grad-Wende an den Grenzen unseres Vaterlandes unterbrochen würden, müssten in ein weit verzweigtes Kanalsystem abgeleitet werden. Und hier zeigt sich nun der einzige, aber auch der wirklich einzige Schwachpunkt dieses Projektes. Denn selbst nach einer 90-Grad-Wende unseres Vaterlandes ist der Rhein-Main-Donau-Kanal absolut zum nichts zu gebrauchen.
Entschuldige, sei mir nicht böse, aber weißt, was da gefällt hat, da hat irgendwie das Freiheitliche. Verstehst? Was? Ja, das Panamerikanische. Weißt du, ach das so. Hat gefehlt. Ja, entschuldige weißt du, bitte. Ja, was machen wir da? Du, wir spielen einfach das, wir müssen das mal international durchspielen, das Problem. Weißt du, pass mal auf. Jochen! Ja, was ist denn? Du spielst jetzt Amerika. Och, nö! Warum nicht? Ich wollte doch von allen geliebt werden. Dafür sagst du selber. Du spielst... Ich weiß, ich weiß. Ich kann wieder bösen Feind hier spielen. Ich bin für russische Verhältnisse entschieden zu jung. Er meint damit nur, er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir auf deine schauspielerische Gestaltungskraft voll vertrauen. Ja? Und ich krieg auch ja, was. Ja, du spielst Europa. Ach, Kinders, nö. Ich krieg hier immer die beschissenen Rollen. Nein, also, so kann man das nicht sagen. Entschuldige mal, Europa ist nicht beschissen. Du, man sagt, Europa ist entwicklungsfähig. Das Einzige, was an Europa entwicklungsfähig ist, sind seine Schulden. Außerdem ist Europa total zerstritten. Dann liegt dir die Rolle aber doch. Was willst du denn jetzt damit sagen? Ja, nicht, weil, bitte keinen Streit. Nach der Sendung könnt ihr gerne streiten. So, das ist jetzt die Weltlage, wie sie sich darstellt. Auf dieser Seite haben wir die Vereinigten Staaten, da drüben ist die Sowjetunion und genau dazwischen haben wir die alte. Was? Welt. So auf den ersten Blick könnte man meinen, ein friedliches Bild, aber der erste Eindruck täuscht wie immer, denn der Ost-West-Gegensatz ist völlig unkontrolliert. Die Weltmächte haben keinerlei Verbindung miteinander. Damit ist der Weltfrieden aufs Höchste gefährdet. Wir als geübte Kenner der internationalen Lage erkennen sofort, dass die Vereinigten Staaten extrem friedlich sind. Die Sowjetunion extrem aggressiv ist. Und Europa ist extrem pleite. Schnauze. Was? Du hast erst dann was zu sagen, wenn wir die Amerikaner es dir erlauben. Ist das klar? Nee, also halt mal, er hat recht. Ja, du musst ihm dankbar sein, dass er dich vor ihm da drüben geschützt. Also ist ja klar, danke. Forget it, baby. Oberste Aufgabe ist jetzt die Bewahrung des Weltfriedens. Spezialisten im Bewahren des Weltfriedens sind natürlich die Amerikaner. Die haben deshalb das System der Abschreckung erfunden. Was für ein Ding ist das? Schnauze! Du hast mir jetzt überhaupt nichts zu sagen. Ich spiele nämlich gerade die DDR. Schnauze! Ach, jetzt hör aber. Sei Staat, halt's Maul! Mach keinen Aufruhr! Sonst könnte es sein, dass er dir zu Hilfe eilt. Um einen Weltkrieg zu verhindern, hatten wiederum die Amerikaner eine Idee. Die Amerikaner glaubten nämlich, wenn sich die Weltmächte gegenseitig die totale Vernichtung androhen, wird keine Seite von beiden einen Krieg wagen. Wir installieren jetzt deshalb hier das System der Abschreckung. Ein humanes System, wie wir gleich sehen werden. Es muss allerdings ganz knapp und eng sitzen. Ach, jetzt hört aber auf, das ist doch viel zu gefährlich, man. Schnauze! Jetzt haben die Weltmächte Verbindung miteinander aufgenommen. Für den Frieden ziehen beide an einem Strick. Sozusagen eine Seilschaft auf dem Weg zum Gipfel des Friedens. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ausgezeichnet, ein beruhigendes Gefühl. Wenn es hier eng wird, ziehe ich dazu. Gleiche Frage an die Sowjetunion, wie fühlen Sie sich? Himmlisch, es ist schön, den anderen in Hand zu haben. Ach so, wenn er so schön ist, dann möchte ich auch mitspielen. Aber mit uns kann man doch reden. Aber gern. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich habe mich meinen Freunden noch nie so eng verbunden gefühlt. Das ist die Lage Anfang bis Mitte der 70er Jahre. Das nennt man die Phase der Entspannung. Da gehen die Weltmächte locker miteinander um. Anfang der 80er Jahre wird die Angelegenheit plötzlich spannend. Schnauze! Okay, das jetzt reicht, aber da spiele ich nicht mehr mit. Verstehe ich, weil immer wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber eigentlich ist es schon schade, weil gerade jetzt wäre es so interessant geworden. Haben auf Sie an Raketen Interesse und sind Sie Privatmann und nicht von der Presse, dann schauen Sie doch mal rein. Decken Sie sich ein auf der internationalen Kriegshandwerksmesse. Hier finden Sie alles, was metzelt und tötet, was Leben beseitigt und Schlachtfelder rötet, was schallert und ballert und knallt und killt und immer noch den Aggressionsbrief steht. Klepp, klepp, klepp. Und Sie werden gut beraten, Revoluzzer, Potentaten, Diktatoren, Demokraten. Wir beliefern schwarze Sherrys, weiße Mäuse, rote Zellen, keiner braucht mehr uns zu wachen, denn wir haben unsere Quellen. Wir versorgen Maoisten, Phalangisten, Sandinisten, Kommunisten und Faschisten und auch ganz normale Christen. IAA und BLO. Schwarze Kaiser, weiße Raudis. Partisanen und Afghanen. Israelis oder Saudis. Ohne Ansehen der Person. Unsere Kunden sind Legionen. Alle schauen Sie bei uns rein. Denn was nötig ist, das haben wir bei der Waffenindustrie und Handelskammer. Das ist der Rap.
Raketeninteresse für den Reihenausgang zwischen Flieder und Kresse. Dann besorgen Sie sich noch heute unseren Renner der Saison. Das Modell ist SWOM-X für Terrasse und Balkon. Es ist einfach zu warten und geräuschlos im Starten. Und es bietet auch sonst alles, was Sie sich erwarten. Ein Flugobjekt von vollendeter Harmonik und umweltfreundliche Top-Elektronik. Von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Und nicht zu starten von Kindern oder Hunden. In der Wirkung total und radikal fetzen. Mit Senfgas gefüllt im Styling echt ätzend. Nicht schwerer als ein Tisch und nicht höher als ein Stuhl. Unter Wasser gestützt für den Swimmingpool. Also schauen Sie doch mal rein. Und dann treten Sie ein. In den örtlichen Kleingartenwaffenverein. Klöp, klöp, klöp. Uns hat keiner in die Fresse. Unser Deal ist ja legal und in höherem Interesse. Und wenn irgendwer Konflikte rationell aus der Welt schafft, ist das unsere offene Waffenhandelsgesellschaft. Klepp, klepp, klepp. Das war der Rap, das war der Waffenhändler-Rap. Ja, Mensch, grüß dich, servus, hab ich die Ehre, wie geht's, wie schaut's aus? Alles klar? Schönes Büro hast du hier, gefällt mir gut. Bisschen viel Blau im Hintergrund, wirklich. Was soll denn das? Wieso duzen Sie mich? Ja, Mensch, Klausi, wir sind doch zusammen in die Schule gegangen. Wir beide? Ja. Müsst ihr aber wissen. Hast du ja damals schon nichts gewusst. Ach, der Klausi. Ja, kennt er mich nicht mehr. Du bist doch der Rosig. Doktor, bitte. Rarpol. Dippelsatz. Macht er nix. Ich nehm's dir nicht weg. Natürlich. Na, ja, Angel, servus, grüß dich. Ja, 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 ja. Ja, ja, alles Muskeln. Ja. Und, wie geht's dir? Ah, ja, was mir geht's, ja. Hast Abitur doch noch geschafft? Hm? Ich bin jetzt Immobilienmakler. Ah, bist beim Vater eingestiegen, genau, was? Ja. Pass auf, warum ich zu dir komme. Folgendes, du kennst doch diese Bürgerinitiative Pershing für alle. Von diesem, wie heißt der, Kottmann? Und kenn ich, das ist eine merkwürdige Sache. Ich möchte wissen, was da dahinter steckt. Das sind die Grünen, die wollen provozieren. Oder aber diese Clique um diesen Schachgroßmeister Ludek Pachmann, Ziesel, Deutschlandmagazin, so die Ecke da. Du, aber ich komme da schon noch dahinter. Aber bestimmt, ja, klar. Aber weißt du, ich find's gar nicht so übel. Du, willst du mir hochnehmen? Du, na, denk doch mal nach. Du, ungern. Du, so eine Raketenstationierung, Klausi, das könnte geschäftlich interessant sein. Nee, du nicht mit mir. Ich hab noch die Schnauze voll von der neuen Heimat. Und das hat mir Vermögen gekostet, die alle zum Schweigen zu bringen. Du verstehst mich vollkommen falsch, du. Das ist nicht kriminell. Weißt du, was ich dir anbieten kann, ist ein ganz sauberer Deal. Ein sauberer Deal, wo was rüberkommt? Ja. Das wüsste ich aber. Jetzt pass mal. Komm her. Nehmen wir mal an, die Rakete wird hier bei uns in Otterskirchen stationiert. Mhm. Wo würden wir die denn hinstellen? Na ja, also zwischen Kindergarten und Altenheim. Da hat die Gemeinde noch einen Baugrund. Du, ich find's wirklich nett, dass du an die zuerst denkst. Aber ich find den Standort nicht optimal. Ich habe ein Waldgrundstück gesehen, verstehst du? Mitten im Wald. Du, da würde die Rakete wunderbar hinpassen und überhaupt nicht weiter auffallen zwischen den nackten Stämmen. Ja, also da können wir drüber reden. Aber sag mal, warum sollen jetzt ausgerechnet bei uns hier eine Rakete hin? Ja, Klaus, es liegt doch auf der Hand. In dem Moment, wo hier eine Rakete stationiert wird, wird automatisch das umliegende Gebiet Sicherheitserwartungsland. Sicherheitserwartungsland? Ja, natürlich, Sicherheitserwartungsland. Das heißt, dass es hier bei uns in der Gegend wahnsinnig sicher wird. Ja? Und damit steigen dann automatisch die Grundstückspreise. Jetzt habe ich mir gedacht, wir beide gründen eine Firma. Ja? Die sichere Heimat. Eine. Und zwar eine GmbH OHG KKG. Ja? Du stiller Teilhaber. Nee. Dann stiller Teilhaber. Sagst du überhaupt nichts, hältst dein Maul, ja? Und dann stellen wir beide im Sicherheitserwartungsland die sichersten Bungalows der Welt hin, du. Und du meinst, dass da wer hinziehen will in die Nähe der Rakete? Ja, natürlich. Wo lebt sich denn sicherer als direkt unter dem atomaren Schutzschirm? Das ist doch Blödsinn. Da zieht doch keine Sau hin. Du, wenn die Leute noch nicht reif sind dazu, dann muss man sie einfach zwingen. Du sitzt doch im Bundestag, zwar weit hinten, aber da kannst du trotzdem mal was tun, oder? Kannst du doch profilieren, da kann man doch Rahmenbedingungen schaffen, da kann man doch nachhelfen. Na gut, dann bin ich aber dafür, die zu belohnen, die die Raketen gewählt haben. Hm. Die dürfen als erste rein in diese Bungalows. Du, oder so? Ach komm, das ist doch alles. Das ist alles illusorisch. Wer soll da bitte wirklich einziehen? Die Arbeitslosen. Die Arbeitslosen?
Und wenn dann der Russe zuschlägt, sind wir mit einem Schlag alle Arbeitslosen los. Ist aber makaber, du. Aber gar nicht so blöd. Aber weißt, ich hab mir das anders überlegt, der Russe darf überhaupt nicht zuschlagen. Das kannst du früher oder später nicht verhindern. Doch, wir müssen einfach die psychische Hemmschwelle für einen russischen Angriff anheben. Ach, und auf Arbeitslose, da nimmt der Russe Rücksicht. Auf arbeitslose Kommunisten, da nimmt er Rücksicht. Ja, weil der Russe will doch nicht seine kommunistischen Brüder umbringen. Aber wir haben hier keine Kommunisten. Ja, das ist genau das Problem. Ja, wo soll man die hernehmen? Du, weiß ich nicht. Da müssen wir halt drüber nachdenken. Wir haben doch irgendwo ein paar Kommunisten auf der Heim. Man könnte welche importieren aus Italien. Kommunistische Gastarbeitslose. Kommunistische Gastarbeitslose, um die Hemmschwelle für einen sowjetischen Angriff zu heben. Nur das kriegen wir nicht durch. Ja, dann nehmen wir doch deutsche Arbeitslose. Herrgott, die sind doch keine Kommunisten. Und ehe sie Kommunisten werden, werden sie rechtsradikal. Ja, das stimmt auch. Das ist eine historische Erfahrung. Ja. Also auf, dann müssen wir die deutschen Arbeitslosen eben alle umschulen. Die haben doch Zeit. Ja. Die schulen wir alle um zu Moskau-treuen Kommunisten. Da stellen wir einfach nur ein Schulungszentrum hin. Das könnte die Hans-Seidel-Stiftung übernehmen. Ja, aber sag mal, wer sollte das alles bezahlen? Na, Moskau. Für sowas haben die immer Geld. Also gut, wir schulen die ca. 2,1 Millionen deutschen Arbeitslosen um zu Moskau-treuen Kommunisten. Genau. Lassen Sie in die staatlich geförderten Bungalows einziehen, um die Hemmschwelle für einen sowjetischen Angriff zu heben. Genau. Und auf diese Weise bauen wir dann ohnehin die Arbeitslosen ab. Wieso? Weil die dann alle Berufsverbot kriegen. Mensch, und wir hätten ja so quasi Vollbeschäftigung. Aber sowas von quasi, du. Was sagst du jetzt noch? Ist doch eine Sache, das machen wir doch, ist ein Projekt. Ist toll, es geht nicht. Ey, warum? Na schau, wenn da Kommunisten einziehen, dann sind doch die gegen die Pershing, weil die Pershing die Sowjetunion bedroht. Geworden. Wäre so schön gewesen. Ja. Du, da müssen wir im Staat der Pershing eine SS-20 stationieren. SS-20? Ja, natürlich, pass mal auf. Wir unsererseits verzichten auf die Stationierung der Pershing 2. Stattdessen bitten wir die Russen, hier bei uns so viele SS-20 aufzustellen, wie die zu Hause schon stehen haben. Verstehst? Da stehen auf beiden Seiten gleich viele SS-20. Und damit ist der Schrecken sowas von voll im Lot, dass der Friede auf Jahre hinaus gesichert ist. Und die Russen werden dann nicht so blöd sein und sich vor ihren eigenen Waffen fürchten. Nee, also, das leuchtet auch mir ein. Na, außerdem kostet es dann ihr Geld. Herrgott, dann würden die Russen ja unsere Sicherheit finanzieren. Natürlich, und wir könnten den gesamten Rüstungsetat voll ins Soziale buttern. Müssen wir aber nicht. Nee, also unter den Umständen, für das Ding gewinne ich sogar die Sozialdemokraten. Hm. Allerdings funktioniert es nur, solange wie die sowjetische Bedrohung anhält. Ist doch kein Problem, solange der Reagan Präsident ist. Oha! Eine Menschenkette! Protestpotenzial! Wanderparkplatz Schnippedinger Forst, Kilometer 6,5, 100 Meter waldeinwärts Menschenkette gesichtet, eher 1,80 groß, blond circa 30, sie 1,60, oh Gott, brünett, 19 oder 20. 27. Menschenkette, Fehlanzeige, Liebespaar. In Klammern, hetero. Na Gott sei Dank. Die Sache ist nämlich die, mein Sohn Harald. Also, ein schwieriges Kind. Verschlossen, in sich gekehrt, schweigsam. Also konnten wir Valium geben, noch und noch. Der wurde immer stiller und blöder. Mit seinem ersten Rasierapparat hat er sich statt dem Bart die ganzen Haare vom Kopf runtergeholt. Bis auf diesen Mittelstreif. Hat er dann lila eingefärbt. Mein Gott, war das peinlich. Der Nachbar hat schon nicht mehr gegrüßt. Ein gewisser Herr
Gottmann. Eines Tages ist dann Harald zusammen mit seiner Clique mit der Viking-Jugend zusammengerasselt. Natürlich waren die stärker. Kaum konnte unser Harald dann wieder aus den Augen gucken, ist er denen auch prompt beigetreten, hat er von uns zur Belohnung einen Heimcomputer geschenkt bekommen, nur so zum Spielen, hat der Bengel wieder kein Wort mit uns geredet, außer Basic. Bis zu dem Tag, wo es hieß, dass wir hier die Rakete kriegen. Also ich muss sagen, der Harald war plötzlich wie ausgewechselt, ein völlig anderer Mensch. Erst hat er mir von seinem KitKat abgegeben, dann hat er gesagt, man weiß ja, was so ein kompliziertes Verteidigungssystem alles für ein Gesindel anlockt. Lehrer, Studenten, Körnerfresser, Hausmänner, Rothändelraucher, Heinrich Böll und so Zeug. Und wo bleibt da die Staatsgewalt? Fehlanzeige. Und da hat er recht. Schon am Stammtisch, also gleich nach der Wende, hatten wir ja wieder Stammtisch. Vorher waren wir mehr Untergrund, rein privat, auch wegen der Bierpreise. Aber dann haben wir mit einem Schlag wieder freier reden können, wie überhaupt diese Koalition der Mitte ausgesprochen stammtischfreundlich ist, weil sie endlich die klare Trennung vollzogen hat zwischen Politik und Sachverstand. Also wir, wir am Stammtisch, wie wir gefeiert haben, dass die Rakete kommt, mein Gott, waren wir besoffen. Der Klappmeier-Sage hat er recht. Genau wie Harald. Seit wir wissen, dass die Rakete kommt, nichts. Keinerlei Polizeiverstärkung, keine Sicherheitsmaßnahmen, nichts. Dabei muss hier doch abgeschirmt werden, aber kein Arzt kommt. Das heißt, einer war da vom Naturschutz. Ja, dem ist zugesagt worden, wenn die Rakete pfft, also im Verteidigungsfall bekommt er hinterher den Krater für ein Biotop. Also ich muss mal sagen, der war relativ zufrieden. Aber sonst kein Schwein, nicht mal der deutsche Geheimdienst. Bitte auf den deutschen Geheimdienst können wir verzichten. Der deutsche Geheimdienst heißt ja neuerdings in Englisch Go Home Service. Hat der Klappmeier am Stammtisch erzählt, wir haben gebrüllt vor Lachen. Wie gesagt, jetzt nach der Wende kann man ja wieder freier reden. Nun, in Anbetracht der Tatsache, dass hier die Rakete also so völlig ungeschützt herumstehen soll, da sagt nun Harald, so geht das auf keinen Fall weiter, da müssen wir ihm die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich sei ja nun vorgezogener Rentner. Ja, ich bin vorgezogener Rentner. Warum? Das würde ich, das spielt doch nun wirklich keine Rolle. Ich hätte da ja nun Zeit und da bilden wir zusammen einen zivilen Abschirmdienst, ZAD abgekürzt. Objektschutz, obwohl das Objekt selbst noch gar nicht da ist. Aber diese Subjekte, die dagegen sind, diese Friedenssetzer, à la Lafontaine, Eppler, Schröder und Konsorten, ja, die können doch jeden Tag hier auftauchen und wie Harald sagt, Randale machen. Und deswegen bin ich immer unterwegs, notiere jede vorschnelle Bewegung. Und was soll ich Ihnen sagen, ist passiert? Nichts. Jetzt sagt Harald, ein aufgeweckter Bengel. Harald sagt, der Feind, sagt Harald, ist bereits mitten unter uns. Und jetzt kommen sie alle, alle in Haralds Heimcomputer. Ausländer, Kulturschaffende, Jusos, alle. Der Harald legt noch dazu eine erstklassige Zersetzerkartei an mit Persönlichkeitsprofilen, wie zum Beispiel Klappmeier Anton, 19.03.1938, verheiratet, Transportunternehmer, Bubu, das ist Computersprache, heißt so viel wie Bums, Buchhalterin, Weißbiertrinker, Konto in Zürich, Loch im Zaun, das ist ja wohl klar, wer seinen Gartenzaun nicht in Ordnung hält, hält auch nichts auf Sicherheit und ist ein Risiko. Also wir hatten hier die ganze Gegend voll unter Kontrolle. Da fällt ausgerechnet meiner Frau Edith diese Zersetzerkartei beim Hausputz in die Hände. Wenn ich nun sage, Harald ist schweigsam, sie ist es nicht. Nun hat diese Frau hat in ihrem ganzen Leben außer Harald nichts anderes in die Welt gesetzt als Gerüchte. Also bei uns im... In Otterskirchen war da wirklich der Teufel los. 24 Ehen wurden geschieden, 76 außereheliche Verhältnisse gelöst, 7 Konkurse, 38 Zivilklagen, 44 Strafverfahren, 82 Steuerfahndungen, eingebrochenes Nasenbein.
Ja, sonst ist mir nichts passiert. Und das kann mich nicht beirren. Ich mache weiter. Schließlich ist durch meine Tätigkeit in der ganzen Gegend wieder Zucht und Ordnung eingekehrt. Alles ist moralisch gefestigt. Die Rakete kann kommen. Der kann hier nichts passieren. Und selbst wenn sie nicht kommen sollte, hat sie doch jetzt schon eine ganze Menge Gutes gebracht. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt bei der Polizei anrufen. Wir brauchen da irgendwas aus dem Polizeibericht. Wir haben noch Platz im Lokal. Ja, hier, Autos Kirchner Tagblatt. Ja, servus. Da habt ihr irgendwas im Polizeibericht, was blöd ist, weil wir hätten noch Platz. Ja, irgendwas. Aha, erzähl. Ja, aha, aha. Du, das reicht mir schon. Den Rest mache ich alleine. Das. Genau die Story, die wir noch brauchen. Du. Stell dir vor, die militanten Tierschützer, weißt? Also die, die gegen Rinderbraten sind. Also die haben letzte Nacht bei uns im Otterskirchner Schlachthof 150 Rinder befreit. 150 sind frei. Ja, sind die Viecher frei rumgelaufen, ist die Polizei ausgerückt, hat die Viecher wieder einfangen müssen und dabei haben sie einen Stier erschossen. Und? Ja, die Schlagzeile, Polizist erschießt Bullen. Das hier muss auch noch unbedingt rein. Ja, was ist das? Eine Anzeige vom Bundeskanzler. Aha. Über den Aufschwung. Überschrift: Wir haben für den Aufschwung gearbeitet, jetzt läuft's. Wohin? Na, aufwärts. Aufwärts laufen, kann er alleine machen, das soll er gleich. Oder? Bin ja hinterher fix und fertig. Man muss doch was falsch machen. Weil der Kanzler sagt, wenn's aufwärts geht, geht's uns allen besser. Die stimmt ja überhaupt. Doch, und es geht aufwärts. Die fünf Weisen haben uns 3% Wachstum vorausgesagt. Ja, für die Unternehmer. Ja. Aber Entschuldigung, die hätten mich fragen sollen. Entschuldigung, ist ja ganz anders. Bei mir ist doch genau umgekehrt. Seitdem es aufwärts geht, geht es mir schlecht. Schau mal, ja, meine Miete ist gestiegen. Das Mutterschaftsgeld haben sie mir gestrichen. Du. Ja. Kindergeld ist gekürzt und es geht aufwärts, mir geht schlecht. Sag mal, du willst doch nicht etwas sagen, dass der Kanzler lügt? Na, so würde ich das nie ausdrücken. Ich erkläre mir das so, ich bin eine Ausnahme. Verstehe? Wahrscheinlich bin ich sogar eine Massenausnahme. Daran könnte es liegen. Aber hier steht noch was ganz Tolles. Was? Die Teuerungsrate wurde halbiert. Jetzt haben wir zwei. Also so meint der Kanzler das sicher nicht. Ja, schau, im letzten Jahr sind die Preise um 5% gestiegen. Ja. Und in diesem Jahr nur um 2,5%. Ja. Es ist alles um die Hälfte weniger teuer geworden als erwartet. Ja. Und deshalb geht's uns allen besser. Richtig. Dann möchtest du es nicht glauben, gell? Ja, aber Entschuldigung, das muss einem doch gesagt werden. Ja, dazu ist ja nun die Anzeige da. Ja, ach so, ja, aber warum geht's uns allen besser, ich meine, oder behält er das für sich? Nee, das sagt er schon. Weil, du hast ja selber gemerkt, ja, alles um die Hälfte weniger teuer geworden ist als erwartet, ist neue Kaufkraft entstanden. Wie viel? 20 Milliarden D-Mark. Und das wiederum, sagt der Kanzler, entspricht dem Kaufwert von 2 Millionen Kleinwagen. Hat er das selber ausgerechnet? Nee, er hat Experten dafür. Mensch, hat der ein Glück, du. Haben wir gedacht, bei einer Alor kannst du falsch überhaupt nicht rechnen. Weißt du? Also wir rechnen das nach, wir machen ein Beispiel. Pass mal. Nehmen wir an, der Liter Milch hat letztes Jahr 10 Mark gekostet. Ja? Entschuldige bitte, ist das nicht etwas viel? Nein, ich rechne langfristig. 10 Mark der Liter Milch. Da lass uns ja leichter rechnen, weißt du? 10 Mark, dann wäre er heuer nach dieser Rechnung also um 2,5% teurer geworden. Mhm. Von 10 Mark 2,5%, wie viel ist denn das? Mhm. Kein Taschenrechner, ist schwer, gell? Ja, ja. Gut, wissen Sie, wir müssen an dieser Stelle nur die Pause machen, damit es jeder individuell für sich durchrechnen kann, ja? Man, Sie haben natürlich Pech, weil Sie keinen Taschenrechner haben, das glaube ich. Also, wäre der Liter Milch um 25 Pfennig teurer geworden, ne? Würde er jetzt kosten 10 Mark 25. Mhm. Wie kann man von etwas, für das man mehr bezahlen muss, einen Gewinn haben und davon dann 2 Millionen Kleinwagen kaufen? So kannst du das nicht rechnen. Hat er wieder Glück gehabt, gell? Ja, warum kann man das so nicht rechnen? Weil der Kanzler auch nicht so rechnet. Der rechnet anders. Ja, ich kann es dir ja mal zeigen. Was? Ich kann es dir mal zeigen, wie der rechnet. Also, Kanzlers Rechnung. Wenn die Preise in diesem Jahr so gestiegen wären wie im letzten Jahr, hättest du für deinen Liter Milch 50 Pfennig mehr bezahlen müssen. Das stimmt. Hast aber nur 25 Pfennig mehr bezahlt. Stimmt. Hast also 25 Pfennig gespart.
Tu mich bloß nicht verarschen, gell? Ich mag das nicht. Ich sag das jetzt, ja? Ich muss nämlich 25 Pfennig mehr ausgeben. Mehr ausgeben wie letztes Jahr. Ja, aber 25 Pfennig weniger als erwartet. Du hast praktisch 25 Pfennig negativ Gewinn. Und davon kaufen wir 2 Millionen Kleinwagen. Ja, sagt der Kanzler. Mut hat er. Weißt du, was das ist? Das ist ein blanker Beschiss. Nee, das ist der Aufschwung. Verehrte Zuschauer, ich melde mich heute zu Ihnen aus Otterskirchen. Wie Sie den Nachrichten bereits entnehmen konnten, wurde Otterskirchen zum sichersten Dorf des Jahres gewählt. Und ich freue mich nun ganz besonders, den Bürgermeister des Ortes zu einem Gespräch hier zu haben. Herr Bürgermeister, wo genau soll denn nun die Otterskirchener Rakete aufgestellt werden? Ja, gleich da drüben zwischen der alten Buche und dem Schuppen. Deshalb haben wir auch unsererseits das Stadion so gebaut, dass man von der Tribüne desselben einen guten Blick auf diejenige hat. Verzeihen Sie, weshalb soll man denn von der Tribüne eines solchen Sportplatzes... Freizeitcenter. Wir bauen hier in Otterskirchen mit eigenen Mitteln ein Freizeitcenter. Ein Freizeitcenter, sehr schön. Ja. Aber was hat denn der Sport mit der Rakete zu tun? Eine ganze Menge. Denken Sie doch nur an den schönen Wahlspruch, schneller, höher, weiter. Das trifft für den Sport ebenso zu wie für die zu erwartende Angriffsabwehr, Verteidigungsabschuss, Rampenbombe, Rohrkrepierer. Herr Bürgermeister, meinen Sie denn nicht... Waffe! Herr Bürgermeister, Sie haben hier für Übernachtungskapazitäten von mehreren tausend Betten gesorgt. Ja. Das halte ich persönlich für sehr optimistisch. Also ich meine, was machen Sie, wenn gar keiner kommt? Wir rechnen mit 1000 Blockierern die Woche, an Feiertagen entsprechend mehr. Deshalb haben wir auch gleich hier das Blockadecenter errichtet, in dessen Parterre dann noch das medizinische Ambulanzcenter zum Entstehen kommen soll für die zu erwartenden Verletzungen. Am Hinterkopf. Ein wirklich sehr beeindruckendes Projekt, doch, liebe Zuschauer. Ja, aber wie wollen Sie denn einer eventuellen Demo-Flaute begegnen? Also ich möchte mal sagen, es zeichnet sich doch wohl eher eine Demonstrationsmüdigkeit ab, nicht? Ja, aber nicht bei uns hier in Otterskirchen, denn wir gehen persönlich davon aus, dass es sich bei Demonstranten auch um Menschen handelt. Das möchte ich jetzt hier mal in aller Öffentlichkeit sagen. Und wir behandeln sie auch wie Konsumenten und Verbraucher. Aus diesem Grunde, bauen Sie auch dort drüben den Puff. Eros-Center. Wir bauen hier in Otterskirchen mit Bundesmitteln ein Eros-Center. Und zwar kommt der Puff auf die andere Seite des zu erwartenden Freizeitcenters. Ein idealer Standort, der wird ja sicher nicht so hoch, kann man bestens drüber hinwegsehen. In diesem Fall leider nicht, weil dann gleich daneben das Glaubenscenter entsteht. Entschuldigung, was für ein Center? Kirche. Moment, die Kirche beteiligt sich auch an diesem Projekt? In Gottes Namen, ja. Entschuldigung, ich dachte an den Fragen, wo der Klerus die finanziellen Mittel dafür her hat. Ja, vom Grundstück für den Autobahnzubringer, ja, dann wirft ja auch noch die Wunderquelle einiges ab. Was denn für eine Wunderquelle? Die uns das bischöfliche Ordinariat noch für dieses Jahr in Auftrag gegeben hat. Sehen Sie... Sehen Sie da drüben die Senke? Ja, selbstverständlich. Ja, da kommt die rein. Das ist aber jetzt merkwürdig. Also, nach meinen Informationen sollte in diese Senke der Entsorgungspark. Haben wir eben eine Wunderquelle mit einem Park drumherum, mein Gott. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie aufkläre, lieber Bürgermeister, mein Entsorgungspark ist eine Kläranlage. Ein Fäkaliencenter. Oh. Das ist natürlich Kacke mit der Wunderquelle.
Sehe, Herr Bürgermeister, da kommt noch einiges auf Sie zu, was? Ja, ach so, wann sollen denn eigentlich die Planungen abgeschlossen sein? Nächste Woche. Ach, nächste Woche bereits? Ja, bis dahin läuft der Wettbewerb. Unser Dorf soll schöner werden. Da bin ich wieder, wenn jetzt dann diese Affen aus meinem Wahlkreis kommen. Sie wissen schon, diese Gruppe, Reisegruppe aus meinem... Dann so. Herr Dr. Rosig? Herr Dr. Rosig, was ist das? Klingt unangenehm, ha? Das sind Sirenen. Hört sich so an. Fliegeralarm. Okay, Fliegeralarm. Wissen Sie, was da los wäre? Der Russe. Jetzt malen Sie den Teufel nicht an die Wand, Fräulein Bauer. Was glauben Sie, was los ist, wenn uns der Russe angreift? Krieg. Das nehmen Sie zurück. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das überhaupt nicht möglich ist. Da hätten wir ja die Raketen völlig umsonst aufgestellt. Unsere Abschreckung funktioniert. Nein, ich sag Ihnen, jetzt ist alles aus. Dieser Probealarm. Oh, Probealarm, da hört's aber, das hätten wir doch gewusst. Das hätte in der Zeitung gestanden oder Funk oder Fernsehen, hätte es auch angekündigt. Das ist ganz bestimmt der Probealarm, weil ein angekündigter Probealarm, den hat niemand ernst genommen. Keine Sau hat den ernst genommen. Das ist kein Probealarm. Man ist deshalb dazu übergegangen, den Probealarm nicht mehr anzukündigen, damit die Leute das endlich begreifen und kapieren. Jetzt machen sie sich nicht ins Hemd. Wenn ich meinen Urlaub nicht verschoben hätte, dann wäre ich jetzt im Gebirge. Das ist bestimmt kein Krieg. Jetzt habe ich es aber dick, ja? Reißen Sie sich zusammen! Ich lasse mich von Ihnen nicht terrorisieren! Sie sind ja hysterisch! Was glauben Sie denn, warum die Amerikaner diesen atomaren Schutzschirm über uns halten? Was machen Sie doch? Wo wollen Sie denn hin? Ja, es ist der Sinn von solchen Übungen, dass man sie ernst nimmt, Fräulein Bauer. Bunker. Meinen Mantel. Ja, wir haben doch gar keinen Bunker. Bringen Sie meinen Mantel jetzt. Sie haben einen privat. Ja, ich kann Sie doch nicht mitnehmen. Sie kennen doch meine Frau. Ja, wir wollen doch keinen öffentlichen Schutzraum. Schreiben Sie sich das auf und dann legen Sie mir den Zettel hier auf den Schreibtisch. Ich kümmere mich dann darum, sobald ich wieder Zeit habe. Ja? Und rufen Sie meine Frau an, sie soll den Hund mitnehmen. Was wollen Sie damit noch? Das ist nur für den Fall, dass irgendwelche Leute von meinem Bunker rumlungern. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Fräulein Bauer, hier ist die Schutzfibel, ja? Und dann toi, toi, toi. Schutzgrundsatz zu Hause bleiben. Wegen der besonderen geografischen Lage der Bundesrepublik Deutschland ist im Verteidigungsfall der Grundsatz zu Hause bleiben, stay at home, für das Überleben der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung. Wer sich auf die Flucht begibt, kann vor Waffenwirkungen nicht rechtzeitig gewarnt werden, behindert eigene militärische Operationen oder planmäßige Räumungen und kann nicht mit der Hilfe anderer rechnen, ist der Witterung preisgegeben. Thank you.